Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein kleines Unboxing-Video für euch vorbereitet, Freunde. Denn gestern ist das neue Sword Art Online Fatal Bullet erschienen. Und ich habe gedacht, ich werde wieder ein kleines Unboxing-Video dazu machen, um euch natürlich wieder zu zeigen, hey, was ist überhaupt in dieser CE drinne? Dann könnt ihr das Ganze mal so ein bisschen physisch sehen. Und ja, ich habe hier schon die komplette Box. Und ich muss ehrlich sagen, die Box sieht mega nice aus. Also, Bandai Namco hat ja jetzt schon ein paar CEs in diesem Jahr rausgehauen und ich muss ehrlich sagen, bis dato, also finde ich die hier sogar am schönsten, ja, also vom Cover her, weil dieses Death Gun Bild mit Sinon und Kirito drauf, ich finde, es sieht optisch mega nice aus und gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, und das ist das neue Spiel, Freunde, ein Third-Person-Shooter in Gun Gale Online. Und ja, was steht denn zum Beispiel hinten drauf? Ich kann ja mal ein bisschen vorlesen. Dieser actiongeladene Third-Person-Shooter bringt dich in die Welt von Gun Gale Online. Erstelle deinen eigenen Avatar und werde der Held einer neuen Geschichte, Freunde. Oh mein Gott. Your fate has just begun. Also sprich, dein Schicksal erwartet uns jetzt langsam, Freunde. Du erkundest eine Welt der Schusswaffen und begegnest durch Zufall der Arthur System einer seltenen KI, die sie fortan zur Seite steht. Oh. Also es könnte interessant sein, Freunde. Ich werde das Spiel jetzt nicht als Let's Play auf meinen Kanal bringen. Ich werde es ein bisschen streamen. Ob ich es komplett streamen werde, mal gucken, Freunde. Das liegt an euch. Deswegen folgt mir da auf jeden Fall jetzt schon mal am besten auf Twitch, Freunde. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Einfach mal abchecken, Follow da lassen, ist alles kostenlos. Da könnt ihr dann die ganzen Streams verfolgen. Und nein, sie werden nicht auf YouTube hochgeladen, die werden nur auf Twitch dann bleiben. Deswegen unbedingt abchecken, wenn ihr das Ganze natürlich sehen wollt. So, wie gesagt, das ist die Verpackung, das ist die Seite, wo man ein bisschen den Inhalt der CE sieht. Dann hinten ein bisschen was zum Gameplay natürlich mit den ganzen Texten. Und hier auch nochmal ein bisschen Texte, was uns im Spiel natürlich erwarten wird. Oben haben wir nochmal das Logo drauf. Und jetzt würde ich sagen, packen wir das Ding mal aus, Freunde. Wir haben jetzt hier schon 2,5 Minuten auf dem Tacho. Das ist ja ziemlich viel schon für ein Unboxing, in dem man nur bis jetzt gelabert hat und pipapo. Das ist mir jetzt aber egal, Freunde. Ich bin gespannt. Uiuiui, und ich sehe gerade schon jetzt den ersten Manko. Ah, ich weiß nicht, dafür kann wahrscheinlich Bandai Namco nichts, dafür kann mal nur wieder die liebe DHL oder UPS oder wer auch immer mir das geschickt hat. Mein Bruder hat es angenommen. Psst, ich habe es nicht angenommen. Ich war nämlich nicht zu Hause. So, das ist auf jeden Fall diese Macke. Och nein, ey, das ist voll belastend hier sowas. Aber egal, steht ja eh dann oben im Regal und von Weitem sieht man das nicht so krass. So, jetzt müssen wir mal wieder gucken, wie man das hier wieder aufkriegt. Wie er das nicht zerstören oder so. Diesmal haben wir kein Schiebe. So ein Schiebedings hier von den letzten Videos. Ihr wisst, was ich meine, dieses Schiebeteil. Das haben wir diesmal nicht. Wir haben direkt einen Karton, wo alles drin ist. Und als erstes springt uns gleich mal das Spiel entgegen. Und ich meine, ich habe im letzten Unboxing-Video habe ich nicht mal das Spiel aufgemacht, was ein bisschen belastend ist. Okay, wir haben hier auf jeden Fall wieder das Spiel. Ich muss ein bisschen schief halten, sonst spiegelt das zu sehr und ihr könnt es dann nicht sehen. Also ganz normales Cover natürlich hinten wieder. Das Ganze mit Your Fate Has Just Begun. Und jetzt mache ich mal kurz das Ding hier auf, Freunde, weil ich das nicht wie beim letzten Unboxing vergessen will. Das ist nämlich richtig belastend, sowas, wenn man ein Unboxing-Video macht und nicht mal die CD irgendwie zeigt oder so, wisst ihr? Auch wenn es nur eine CD ist, Freunde. Das gehört zu einem Unboxing einfach dazu. Zack. Okay, und da haben wir das Ganze. Innenleben ist nichts Besonderes, also auch wieder die CD mit demselben Cover und natürlich dann hier wieder diese Codes für den Epic, für diese Epic Lounge. Deswegen kann es euch nur empfehlen, gell? Wenn ihr euch Bandai-Spiele holt, geht auf die Epic Lounge-Seite. Das steht ja alles auf diesem Zettel da verlinkt und löst eure Punkte ein. Da könnt ihr nämlich Prämien bekommen und einfach mal abchecken, Freunde. Ich habe da auch schon irgendwie ein paar tausend Punkte. deswegen einfach mal einlösen und mal gucken. Vielleicht ist ja irgendeine Prämie dabei, die euch gefällt und die könnt ihr dann auf jeden Fall einlösen. So, was ich auch noch kurz erwähnen möchte, das Spiel hat ein richtig geiles Opening wieder bekommen. Und ich meine, es hat wieder diese Lisa gesungen, die auch wirklich viel für Sword Art Online macht. Deswegen lasse ich das mal ganz kurz abspielen und ihr könnt einfach mal einen kleinen Einblick bekommen, wie denn das Opening von dem Spiel aussieht. Los geht's! I'm gonna be
Ja, Freunde, das war auf jeden Fall das Opening. Mir hat es richtig gut gefallen. Ich mag allgemein diese ganzen Sword Art Online Openings. Die sind mega cool gemacht jedes Mal. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Könnt ihr mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie ihr das so gefunden habt. Und ja, das nächste, was wir hier bekommen haben, ist ein Tuch. Es ist ein Tuch, Freunde. Das wusste ich jetzt selber gar nicht, dass das dabei ist. Steht es denn wirklich außen an der Verpackung drin? Tatsächlich. Ah, okay. Das hat man nämlich, das habe ich gar nicht so real, so wahrgenommen. Und zwar seht ihr hier eine World Map und die Figuren stehen da drauf. Ich habe gedacht, das ist einfach nur zum Design hier, diese World Map. Aber nein, die ist scheinbar wirklich hier mit dabei. Und das wusste ich gar nicht. Das finde ich aber richtig cool. Ist natürlich jetzt wieder eine Sache. Klar, das ist nur Gimmick. Das wird man jetzt wahrscheinlich nicht benutzen. Also ich werde es auf jeden Fall nicht benutzen. Während dem Spiel jetzt natürlich. Das ist einfach nur ein kleines Gimmick, was man sich aufhängen kann. Und das Ganze sieht dann auf jeden Fall so aus. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das als Tuch, das kann man erstens gar nicht benutzen, das ist einfach nur ein Bild. Ich finde sowas als Tuch, finde ich tausendmal besser, wie wenn man das als Plakat reinmacht. Ihr kennt das nämlich als Plakat. Das ist dann mega 65.000 Mal irgendwie gefaltet und dann habt ihr irgendwie so ein gefaltetes Landkarte, die irgendwie so gigantisch groß ist, was kein Mensch braucht. Da finde ich so eine Tuchversion, die wirklich super leicht ist und sich auch gut anfühlt und auch ja, wo man ein bisschen dran ziehen kann, finde ich auf jeden Fall ein bisschen besser und sieht auf jeden Fall auch optisch cooler aus, Freunde. Kann man machen, was man will, kann man zum Popo abwischen benutzen, nein, macht das natürlich nicht, Freunde, aber kann man auf jeden Fall benutzen, Freunde, und es fühlt sich echt mega geil an. Das ist wie so ein Stück Seide ist das, ey, das ist nice, das fühlt sich nice an. So, Plastik können wir natürlich mal wieder wegmachen. So, was haben wir jetzt da drinne? Wir haben jetzt auf jeden Fall was Großes Schwarzes drinne. Ja, ja, Freunde, was Großes Schwarzes. Oha, oha, mir springt's gleich ein Gegner. So, ab davor kommt noch was anderes. Und zwar bekommen wir The Art of Sword Art Online Fatal Bullet. Ein kleines Mini-Artbook, meine Freunde. Wer kennt's nicht? Artbooks natürlich. Und jetzt, ich wünsche es mir, dass Bandai Namco wirklich mal drauf geachtet hat, dass sie wenigstens Texte mit einpacken. Ich finde, so ein Artbook sollte auch Texte haben, wo man ein bisschen was zu den Bildern lesen kann. Ich habe jetzt selber noch nicht reingeguckt. Wir werden es jetzt erstmal öffnen. Ich glaube, es sind wahrscheinlich nur wieder Bilder drin, aber Bandai Namco, wenn ihr das hört und da jetzt keine Texte drin sind, macht es doch vielleicht mal in Zukunft. Ich finde es viel cooler, wenn neben den Bildern vielleicht auch ein kleiner Text steht, wo dann irgendwas gesagt wird. Okay, es hört sich schon mal gut an, wie ein Buch von dir. Wer hat schon mal ein Buch gehabt? So, wir haben hier auf jeden Fall Table of Contents, also sprich das Inhaltsverzeichnis, natürlich noch mit einem mega geilen Artwork. Oh mein Gott, sieht das nice aus. Und also jetzt kommen die ganzen Charaktere. Oh! Ohohoho, es gibt Texte. Sehr gut. Also hier kriegen wir auf jeden Fall über den Protagonisten ein bisschen was erzählt und dann über die ganzen einzelnen Charaktere wie Kirito und Sinon, wahrscheinlich auch Asuna, Lifa-chan, wen haben wir noch hier? Lisbeth oder wie die heißt und so weiter und so fort. Und wir haben da wirklich, okay, auf den hinteren Seiten kommen dann natürlich nur wieder nur Bilder, aber wenigstens haben wir was zu den Charakteren stehen. Das kann man auf jeden Fall so akzeptieren. Aber ich würde es ansonsten trotzdem ganz cool finden, wenn man auch vielleicht mal zu den Artwork selber ein bisschen was dazu schreibt. Hier haben wir auch nochmal so von den ganzen NPCs und so, haben wir auch nochmal ein paar Artworks, wo wir dann noch ein bisschen Informationen kriegen. Also das kann sich sehen lassen. Es ist auf jeden Fall besser wie manch andere Artbooks, die ich schon durch CEs bekommen habe. Finde ich auf jeden Fall ein Stückchen schon mal besser, wie wenn da nur Bilder drin wären, Freunde. Ich bin einfach ehrlich, Real Talk hier am Start, Freunde. Deswegen ist ja auch nur meine offene und ehrliche Meinung zu der CE. Ich bewerte die natürlich auch ein bisschen, Freunde. Muss einfach sein. So, und jetzt kommen wir eigentlich zum Highlight dieser CE, Freunde. Da, wofür sich die Leute überhaupt diese CE wahrscheinlich geholt haben. Und zwar war es schon beim letzten Mal, und zwar, ich muss jetzt den Namen ablesen, Sword Art Online Holo Realization, war es das? Ich glaube, das war das letzte große SAO-Game, wenn ich mich jetzt nicht geirrt habe. Da waren nämlich auch zwei Figuren drin, und zwar von Kirito und Asuna. Und jetzt sind wieder zwei Figuren drin, und zwar wieder von Kirito in seinem GGO-Outfit mit den langen Haaren und von Sinon. Und das finde ich mega geil. Ihr könnt sie hier sehen.
diese zwei Charaktere sind mit da drinnen. Und das ist auf jeden Fall die Figurenverpackung. Ich denke mal, ich hole die jetzt mal kurz raus. Und dann muss ich die wahrscheinlich kurz zusammenbauen, Freunde. Das mache ich aber dann mal wieder kurz mit einem Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, jetzt bin ich auf jeden Fall fertig mit den Figuren. Ich muss ehrlich sagen, es hat ein bisschen länger gedauert, weil dieses Plastik, was man da verbinden muss, das ist schon ein bisschen arg eng gewesen. Aber ich habe es dann doch jetzt geschafft, Freunde. Und zwar ist das hier die erste Figur, Freunde. Das ist Kirito in seinem, ja, GGO-Outfit. Ich weiß, der ein oder andere wird jetzt sagen, oh mein Gott, er hat lange Haare. Sieht aus wie eine Frau. Es wird auch ein bisschen so thematisiert, natürlich im Anime und im Manga. Ja, ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass er da lange Haare hatte. Ich finde es eigentlich ganz cool, ist mal eine kleine Abwechslung gewesen, aber ihr könnt im Spiel zwischen dieser Form entscheiden oder ihr könnt auch zwischen der Kurzhaarform entscheiden. Auf jeden Fall ist das die Figur, schön mit einem Laserschwert, mit einem lila Laserschwert und natürlich dann noch seiner Pistole in der Hand. Das ist so sein Standard-Movement natürlich im Anime-Manga und auch im Spiel, finde ich richtig cool gemacht. Ist einfach so ein bisschen dezent, schön mit einer Pistole, mit einer Einschusswaffe und natürlich dann noch mit einem Laserschwert, um einen schönen Nahkampf natürlich auszuschalten. Sieht auf jeden Fall so aus, ich kann es euch leider nur so zeigen, Freunde. Ich werde natürlich wie immer auch ein paar richtig coole Bilder auf Instagram hochladen. Die sind jetzt gerade online gegangen mit diesem Video hier zusammen. Deswegen einfach mal abchecken. Link dazu ist ebenfalls unten in der Videobeschreibung, Freunde. Und dann kommen wir gleich mal zur nächsten Figur. Und das ist eigentlich so mein Highlight. Und zwar Sinon, Freunde. Ich finde diesen Charakter mega nice. Ist natürlich eine Scharfschützin, wie man unschwer erkennen kann. Und ja, kann man hier natürlich auch rausnehmen, dieses Scharfschützengewehr. Oder auch wieder hinsetzen. Und ja, ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Charakter, wie ihr sehen könnt. Das Ganze glitzert auch so ein bisschen, dieses Grün bei ihm, das Lila oder was, also Rosa, was er da in seinem Körper hat, das leuchtet auch so ein bisschen. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Auch hier werde ich natürlich wieder ein paar richtig coole Instagram-Bilder hochladen, Freunde. Und ja, Freunde, mehr habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Das sind die zwei Figuren, die es in dieser CE gibt. Falls einer Interesse an der CE hat, ich glaube, die ist sogar mittlerweile schon ausverkauft, aber ich setze trotzdem mal Link in die Videobeschreibung, auch zur Standardversion, alles unten in der Videobeschreibung. Der kann es ganz gerne mal abchecken. Vielleicht hat ja einer Bock hier auf dieses Spiel. Ansonsten gerne mal auch meinen Stream abchecken, da könnt ihr das Ganze dann auch angucken. Und ja, das ist alles in der CE drinne gewesen, plus das Artbook natürlich hier noch. Lässt sich auf jeden Fall sehen. Ich hätte es jetzt zum Beispiel noch cool gefunden, wenn noch der Season Pass drinne gewesen wäre. Aber das ist ja bis jetzt irgendwie noch gar nicht bei Bandai Namco gewesen, außer in der Ultimate Edition von Fighters. Aber ist okay, verkraftbar. Aber vielleicht in Zukunft Bandai Namco, ihr wisst Bescheid, in der Collector's Edition so einen kleinen Season Pass mit reinschieben. Wäre auf jeden Fall noch eine super Sache für die Zukunft. Und ansonsten bin ich vollkommen zufrieden mit dieser Serie. Ist einfach für Fans gemacht und ja, Freunde, schreibt mir eure Meinung gerne zu Sword Art Online, Fatal Bullet in die Kommentare und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, Freunde. Ich bin auf jeden Fall weg. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch ein tolles Wochenende. Bis dahin, haut rein. Tödele.